Hunderte Turboneco-Jünger aus der ganzen Welt haben sich in Hamburg St. Pauli eingefunden, um ihre Lieblingsband zu feiern. Und was macht man sonst so? Menschen aus verschiedenen Ländern, unabhängig von Herkunft, sozialen Status und Lebensgewohnheiten zu treffen und einfach eine gute Zeit zu haben. Wir tun irgendwas für Brauereien, feiern, drinking, leckere Konzerte angucken, Rock'n'Roll feiern. In solchen depressiven Zeiten muss man einfach mal dafür sorgen, dass die Menschheit hier Spaß hat am Leben. Anlaufstelle für alle Turbo-Jugenden ist Freds Schlemmereck, die Stammkneipe der Turbo-Jugend St. Pauli. Das ist der Chef vom Schlemmereck und das hier auch. Und natürlich weiß er, warum gerade seine Kneipe die Pilgerstätte aller Jugenden ist. Weil es hier entstanden ist und man die Band auch gerne herkommt. Wie oft waren denn Turboneco schon hier? So 3 bis 4 Mal. Manchmal waren sie nicht ganz anwesend, da waren sie das Oberkante voll. Schaut man sich Turbo-Jugendmitglieder an, dann könnte man ja meinen, das sind die wildesten Typen der Welt. Aber die ziehen ihre Jeansjacken ja auch irgendwann mal aus. Und dann? Normal bin ich Bauzeichner. Ich bin Elektriker. Informatik studiere ich. Ich bin Schreiner. Ich bin Betriebswirt. Ich bin Redakteur. Ich bin Krankenpfleger. Fachkraft für Lagerlogistik, sowas ganz Langweiliges eigentlich. Ein Muss bei den Weltturbo-Jugendtagen ist ein Besuch im Merchandise-Zentrum der Band. Das ist in einem kleinen Laden in St. Pauli, in dem das Turboherz alles findet, was es begehrt. Von Turboneco gibt es eigentlich fast alles zu kaufen, was sich verkaufen lässt, aber besonders T-Shirts, Kapuzenpullover, zum Beispiel ein Fußballtrikot, eine Kooperation mit dem FC St. Pauli. Man muss unbedingt St. Pauli-Fan sein, wenn man Turbo-Jugendlicher ist. Schallplatten-CDs gibt es natürlich, aber das Markenzeichen Nummer 1 ist dieses hervorragend aussehende Sailor Cap, wo der Bandname draufgeschrieben ist. Das kaufen die Fans sehr gerne, verlieren es betrunken nach 2 Tagen und kaufen es wieder neu. Das finden wir sehr gut. I wear my sunglasses at night. An Freds Schlemmereck ist mittlerweile Aufbruchstimmung. Der Grund: im Hamburger Club Übel und Gefährlich beginnt gleich die Hauptveranstaltung der Turbo-Jugendtage. 4 Bands sind angekündigt, aber leider nicht mit dabei, Turboneco selbst. Die sind mit einem neuen Album beschäftigt. Macht nix. Das Übel und Gefährlich macht an diesem Abend seinem Namen alle Ehre. Versteckt im Backstage treffen wir auf hohe Prominenz. Ein Mitglied der Turbo-Jugend St. Pauli. Ja, das sind alles Fakes da draußen. Turbo-Jugend ist Richard Wagner. Kiss has an army. Turbo Negro has a navy. Und die feiert noch bis in die frühen Morgenstunden eine exzessive Party. Es ist 6 Uhr. Traditionell geht es nun zum Fischmarkt. Neben Rotbarsch und Krabben wird noch einmal Eiger Direction gekrönt und das berühmte Abschlussfoto gemacht. Es war so gut. Viel verrückte Sachen gesehen. 2 Tage ist einfach zu wenig. Es ist einfach Rock'n'Roll. Ich hab Turbo Negro! Geil! Yeah! Ey, scheiße, ey, wenn meine Mutti das sieht, und so, die bringt mich um.